Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man in Minecraft eine funktionierende Sauna bauen kann. Und zwar seht ihr die hier. Ja, soweit ist sie relativ unspannend. Allerdings, wenn man tatsächlich Kohle in diesen Ofen reintut, dann fängt die Sauna an zu funktionieren. Das ist ziemlich cool. Das Feuer geht auf der einen Seite an, das Wasser fängt an zu kochen und auch der Dampf fängt an aufzusteigen, wenn da Kohle drin ist. Und das Coole ist, wenn man die Kohle wieder rausnimmt, dann hört auch alles wieder auf. Also der Dunst wird quasi weniger, der Wasserdampf wird weniger, das Wasser hört auf zu blubbern und auch das Feuer geht wieder aus. Und wie man das baut, zeige ich euch jetzt. So, das ist nämlich relativ einfach. Und zwar ist es so, dass wenn man einen Ofen hat, in dem ein Item drin ist, dann sorgt das für eine gewisse Redstone-Ladung, quasi oder für ein Redstone-Signal. Und zwar, wenn man einen Comparator so rum hier hinstellt. Ich kann das mal zeigen, wenn ich da jetzt was reintue, dann fängt der an, ein Signal auszusenden und das kann man dann weitergehend benutzen. Was dazu noch eine Mechanik ist, die ihr vielleicht oder wahrscheinlich kennt, aber die hier halt sehr wichtig ist, ist das Lagerfeuer. Und zwar, wenn man das Lagerfeuer mit Wasserflaschen beschmeißt, dann geht es aus. Und gleichzeitig, wenn man es mit Flint and Steel auch rechts klickt, dann geht es wieder an. Und das Tolle ist jetzt, dass die Wasserflaschen und Flint and Steel Items sind, die auch Dispenser benutzen können. Also hier unter den Lagerfeuern haben wir quasi Flint and Steel. Und darüber haben wir Wasserflaschen, die dann halt jedes Mal ja, benutzt werden quasi. Und so entsteht dann halt der Effekt, dass das Wasser darauf geschmissen wird und die Lagerfeuer ausgehen, beziehungsweise das Lagerfeuer durch Flint and Steel von unten angemacht wird. Und das ist ziemlich nice. Und ja, so sieht die Schaltung dafür aus, eigentlich relativ einfach. Und zwar geht das Signal von hier lang und löst dann entweder diese hier aus oder diese hier. Aber es kann nichts gleichzeitig sein. Also ihr seht, die Redstone-Lampen sind anders, bedeutet die Dispenser unten sind quasi gerade aktiviert. Und oben ist es allerdings nicht der Fall. Würde man jetzt das Item da rausnehmen, wäre es dann genau umgekehrt. Ich kann das mal kurz vorführen. Also ihr nehmt das Item jetzt raus. Und dann sind die hier nicht mehr aktiviert. Das bedeutet, Flint and Steel wird eigentlich nicht benutzt. Aber dafür werden dann oben die Wasserspender quasi benutzt und aktiviert. Und dadurch wird sich dann das Feuer auch löschen. So, was dann ein bisschen schwieriger war, war der Dampf quasi zu machen. So habe ich das hier so gemacht. Das ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch ganz einfach. Denn das besteht eigentlich nur aus jeweils einem relativ simplen Element. Und zwar ist es so, dass Lagerfeuer eben diesen Rauch produziert. Und der kann durch zwei Blöcke durchgehen, allerdings nicht durch drei. Also wenn wir jetzt uns diesen Lagerfeuerblock mal anschauen zum Beispiel, da sind jetzt drei Blöcke drüber. So, das bedeutet, dass der Dampf nicht bis ganz nach oben kommt. Würde ich jetzt einen Block davon wegnehmen, dann würde der Dampf da durchkommen und auch durch den nächsten Block auch noch. Warum auch immer. Ich dachte immer, es sind zwei, aber es sind tatsächlich drei. So. Und diesen Effekt machen wir uns halt zunutze. Und zwar ist es hier dann so, wenn halt das Redstone-Signal kommt, dann werden die Pistons ausgefahren. Und das bedeutet, dass die quasi blockiert werden, die Lagerfeuer oder der Rauch vom Lagerfeuer. Und andersrum, wenn das Redstone-Signal weg ist, dann werden sie halt wieder freigegeben, quasi, wenn man so möchte. Und das ist eigentlich auch relativ einfach, man muss halt nur die Pistons powern und wenn man auf so einem engen Raum halt sehr viele Pistons hat, dann sieht das halt ein bisschen, ja, chaotisch aus, aber es ist immer noch relativ simpel, man hat einfach die Redstone-Fackeln, die direkt unter einem Piston sind und dann wird dieser Block hier entweder gepowert oder nicht, dementsprechend geht die Lampe an oder aus, die darüber dann aus oder an und so kommt dann der Piston quasi dazu, eben den Rauch zu blockieren. Und das ist auch ziemlich cool, finde ich. Gerade weil es diesen Effekt hat, dass es auf einmal warm wird und dann der ganze Dampf hochkommt. Warum auch immer, gibt es tatsächlich immer noch hin und wieder so ein paar Rauchschwaden, die hier hochkommen. Und ich kann mir das tatsächlich nicht erklären, außer dass es vielleicht tatsächlich ein Bug ist. Weil eigentlich macht es keinen Sinn, dass es durch diese Blöcke durchgeht. Und vor allem geht es halt auch nicht immer durch die Blöcke durch. Aber so ein bisschen Dampf, denke ich, kann man immer ja, verkraften in der Sauna. Ist auch eigentlich ganz gut. Und was denn der dritte Effekt ist, ist das Wasser. Dafür gehe ich auch nochmal rein. Und zwar ist es beim Wasser so, dass es ja so Blubberbläschen nach oben bekommt, wenn Soul Center unter ist, wie man hier sieht. Allerdings nur dann, wenn auch eine Wasserquelle da über ist. Das bedeutet, auf diesem Block hier ist quasi eine Wasserquelle, aber auf dem da unten nicht. Das bedeutet, dass jetzt keine Blubberbläschen nach oben kommen. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Würde ich jetzt auf diesen Block hier zum Beispiel eine Wasserquelle setzen, da würden hier auch Blasen nach oben kommen, obwohl das eigentlich rein theoretisch nicht gewollt ist. So, deswegen machen wir es so. Wenn wir jetzt den Schalter quasi umlegen, dann ist es nämlich so, dass die Pistons eine Schicht Soul Center hier reinschieben. Und das bedeutet, dass halt über dem Soul Sand quasi nur Wasserquellen sind und dementsprechend auch die Blasen dann anfangen zu ja, blubbern quasi. Und an der Stelle auch wichtig, Soul Sand statt Magma, weil also bei kochendem Wasser ist es ja so, dass die Blasen tatsächlich nach oben gehen und nicht nach unten. Wenn wir das jetzt mit Magma-Blöcken zum Beispiel austauschen, hätte man zwar auch einen Effekt, dass hier Luftbläschen sind, allerdings würden die dann eben nach unten gehen. Und das würde halt nicht so realistisch sein, wie es dann halt mit dem Soul Sand der Fall ist. Deswegen nehmen wir dafür Soul Sand. Und ja, ich hoffe, ich habe euch hier einige gute Ideen gegeben. Ich denke, so ein richtiges Tutorial wird dafür nicht nötig. Ihr könnt es ja rein theoretisch einfach abbauen von dem, was ihr seht. Und das sind ja auch nicht wirklich besonders schwierige
ja, Schaltung quasi. Sieht hier natürlich ein bisschen wild aus, weil ich es halt auch ausprobiert habe und es halt sehr viele Pisten sind. Allerdings sind die im Normalfall ja relativ einfach zu machen. Ihr müsst ja eigentlich nur machen, dass der Pisten sich schiebt. Und ihr könnt es ja auch relativ gut verstecken. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass es jetzt so fett ist. Ist natürlich, ne, das Redstone ist natürlich ein bisschen schwierig zu verstecken, denn im Endeffekt, wenn man die Sauna in sein Haus bauen möchte oder so. Allerdings in so einem Keller könnte ich mir das relativ gut vorstellen. Und ja, ich hoffe, das war inspirierend für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen hier nochmal das Ganze aus. Und nochmal an, denke ich. Denn, ja, würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal ein Hashtag Sauna in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und haut rein.